Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic Chapter 5 Shadows of Fireforge. Ich würde sagen, wir gehen in dieser Folge jetzt mal zuerst zurück zu unserem Zwergenland und holen uns mal unsere Elitefähigkeiten ab. Das ist ja jetzt schon mehr als überfällig und ja, da kann ich euch noch einiges zu den Elitefähigkeiten jetzt erzählen und so weiter. Von daher denke ich mal, können wir diese Folge dann gut füllen jetzt. Zuallererst müssen wir uns mal wieder einen Ladebildschirm angucken und wissen, dass wir durch Drücken der O-Taste Standard unsere Freundesliste öffnen. Ja, ob das jetzt nun immer die besten und wichtigsten Tipps sind oder so, will ich jetzt nicht mich genau zu äußern. Ich finde sie manchmal ein bisschen überflüssig, aber das kommt auch, weil ich schon ziemlich lange jetzt Runes of Magic spiele. Für Anfänger kann das ziemlich nützlich sein. So, wir haben hier jetzt per Post genau zwei Fertigkeitsausbildungszertifikate Stufe 15 geschenkt bekommen. Normalerweise muss man die sich erarbeiten. Das werde ich auch nochmal, vielleicht auch in dieser Folge noch, erklären, wo man die sich besorgen kann. Ansonsten sei gesagt, dass man mittlerweile ziemlich einfach an die Elite-Fertigkeiten rankommt, aber man kann ja einfach, wenn man ein bisschen, ich sag mal, Retro-Gefühle wachrufen möchte, kann man ja auch mal versuchen, die Elite-Fertigkeiten auf den alten Weg zu besorgen. Einfach, damit man das auch mal gemacht hat. So, zuallererst holen wir uns mal die Elite-Fertigkeit mit Priester. Dann können wir nämlich auf den Hexenmeister umloggen und auch direkt auf den Hexenmeister bleiben mit dem Level. Hoch, die Elite-Fertigkeiten holt man nicht hier ab, sondern hier um die Ecke. Bei unserem Herrn. Wie heißt der Typ hier? Hallo, wie heißt du? Elite-Fertigkeit, Meister Pulin Schattenhammer. Ich möchte eine neue Fertigkeit. Oder welche Fähigkeiten kann ich lernen? Meine beiden Tasten haben Stufe 15 erreicht. Die Götter selbst weisen dem Priester den Weg des Heilens und die Reinigung. Die psychischen Kräfte des Hexenmeisters offenbaren euch das Wesen der Dunkelheit, wodurch ihr eure Gruppenmitglieder während der Heilung von ihrer Seelenpein befreien könnt. Ihr werdet psychische Passage erlernen, durch die ihr bei einem Treffer der psychischen Pfeile gleichzeitig das aktuelle Ziel eures Gegners heilt. Bildet eure Fertigkeiten weise aus Abenteurer, da sie von zentraler Bedeutung für euer Überleben auf den Schlachtfeldern der Zukunft sein werden. Also, wir holen uns mal die Fertigkeit. Zack. Gucken uns die auch mal direkt an. Wo ist sie? Da ist eine psychische Passage. Bei einem Treffer der psychischen Pfeile stellt die Fertigkeit 50 LP beim momentanen Ziel des Ziels wieder her. Das heißt, wenn wir jetzt gegen Gegner kämpfen und dieser Gegner hat uns im Ziel, heilen wir uns also selbst, wenn wir mit psychischen Pfeilen angreifen. Das gilt es gleich mal auszutesten, aber nicht jetzt, sondern erstmal wechseln wir mal kurz auf unsere andere Klasse. Sondern das gilt es dann halt auszutesten, wenn wir das nächste Mal mit dem Priester spielen. Ich bin hier mal gespannt, was wir mit dem Hexenmeister bekommen. Hexenmeister, Priester. So, ich meine, wir haben ja jetzt keine spezielle Ausrüstung für die jeweils andere Klasse, oder? Doch, haben wir. Wir haben doch zwei Klassen, zwei Ausrüstungen. Gut, dann werden wir natürlich die Hexenmeister-Ausrüstung jetzt anziehen. Und uns hier mal kurz erkundigen, was wir denn lernen. Hexenmeister folgen dem dunklen Weg. Der dunklen Seite. Ohne die Orientierung zu verlieren. Des Priesters Macht des Lichts stärkt euch und eure Gruppenmitglieder und macht euch gegenüber euren Feinden unverwundbar. Ihr werdet Heilungsgelegenheit erlernen. Bei jedem Treffer der psychischen Pfeile besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eure Schnellheilung ein Vollzauber ist und keine MP verbraucht. Außerdem erhöht sich ihre Heilkraft. Bildet eure Fertigkeiten weise aus, Abenteurer, da sie von zentraler Bedeutung für euer Überleben auf den Schlachtfeldern der Zukunft sein werden. Ja. Hier, ich möchte eine Fertigkeit erlernen. Und was hier ein bisschen buggy ist bei den 15er Elite-Fertigkeiten, man verbraucht keine Elite-Fertigkeitszertifikate, zumindest wenn man sie hier in der Zwergenstadt lernt. So, Heilungsgelegenheiten. Mit jedem Treffer der psychischen Pfeile besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eure nächste Schnellheilung ein Vorzauber ist und keine MP verbraucht. Erhöht außerdem die Heilkraft der Schnellheilung. Hier haben wir die Schnellheilung. Ich glaube, wir haben hier noch ein paar mehr Skills, die wir auch mal reinziehen können. Reißende Flut, Schnellheilung, Regenerieren, die gesegnete Aura, die können wir mal an diese Stelle jetzt setzen. So. Und den magischen Schutz. Haben wir das jetzt auch gemacht?
Okay, und dann machen wir uns mal auf den Weg, wo man damals, also zu ganz Anfangszeiten von Runes of Magic, seine allererste Elite-Fertigkeit quasi abholen konnte. Einfach nur, damit ihr das mal auch gesehen habt, wie umständlich es damals war, die Elite-Fertigkeiten zu besorgen. Damit haben wir das nämlich auch mal abgearbeitet. Boah, ich bin noch ganz müde. Vielleicht merkt man das. Ich habe es, glaube ich, auch schon in der letzten Folge ein bisschen angesprochen. Dass es ziemlich schwer ist, einen vernünftigen Redefluss zu entwickeln, wenn man müde ist, anscheinend. Naja, ich werde diese zwei Folgen, also die vorherige Folge, die ihr gestern gesehen habt, und diese Folge, nee, nicht gestern, sondern vorgestern, und diese Folge hier jetzt so isoliert dann stehen lassen und die dann jetzt gleich rendern. Während ich mich dann, weiß ich, noch mal ein bisschen hinlege. Ja, der Ladebildschirm könnte auch mal ein bisschen schneller vorbeigehen. Aber es ist halt schon ziemlich lustig, was man so in den Ferien auf einmal bringt, wie lange man wach bleibt und wie früh man dann schon wieder aufsteht. So, Klassenhalle von Varanus, da wollte ich hin. Hätten wir jetzt auch reiten können, hätte ich wieder ein paar Sekunden in dem Let's Play geschenkt bekommen. Aber so geht es ja auch. So. Ja, Benno. Man kann. Ach nee, das lasse ich mal hier. Also, das stand gerade halt, wenn du etwas einem NPC verkauft hast und es nicht verkaufen wolltest, dann kannst du es auch zurückkaufen. Das funktioniert halt bei den NPCs hier. Falsch. Hier vorne der Listipurston. Ach ja, genau. Kann man bei normalen Elite-Fertigkeiten, bei normalen Klassen, das heißt bei Elfen und bei Menschen, konnte man hier die Elite-Fertigkeiten immer erlernen. Hier, der sagt halt, Zwerge der Schattenschmiede sind ein wirklich geheimnisvolles Volk. Ich habe Legenden über sie gehört, aber einem persönlich zu begegnen ist etwas anderes. Ihr unterscheidet euch so sehr von mir in Größe und Stärke. Es tut mir leid, aber ich befürchte euch, dass ich keine Kampffertigkeiten beibringen kann. Ich denke, dass euer Volk seine eigenen Methoden hat, oder? Also der sagt uns bereits, ja, wir können das nur bei den Zwergen erlernen. Aber wenn man halt kein Zwerg ist, dann erlernt man dort bei den Typen die Level 15er Elite-Fertigkeit. Das ist aber nur eben jetzt für Level 15 bei dem, die anderen findet man woanders. Zum Beispiel findet man den 20er, weiß ich gar nicht, ob das nochmal der gleiche Typ hier ist. Spätestens die 25er findet man dann vor der verlassenen Abtei. So, jetzt haben wir das Thema Elite-Fertigkeiten ja schon bald abgehakt und es ist jetzt gerade die Hälfte der Folge vorbei. Das heißt, wir können ja mal ein paar Stechflügel-Libellen umhauen gehen. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Möglichkeit oder Lösung oder was weiß ich, wie man es nennen möchte, was wir jetzt machen können. Wir könnten auch den Flammenschmetterling besorgen gehen. Aber ich habe irgendwie mehr Lust, ein paar Libellen zu schlachten. Jetzt, wo wir in den letzten Folgen nur rumgelaufen sind und gelabert haben und alles, da will ich lieber jetzt ein bisschen mehr schlachten, als irgendwie was einfangen. Schlachten! So. Okay, dann reiten wir mal hier jetzt aus Varanas raus. Und direkt rechts dürften eigentlich die ersten Libellen sein. Ich lege mir mal das Buffut jetzt auch mal wirklich hier rein in die Zauberleiste, damit ich es ja nicht vergesse. Oh ja, ich hätte es nämlich wahrscheinlich jetzt sonst wieder vergessen, hätte ich es nicht gerade rein zufällig hier im Rucksack gesehen. So, hier muss das jetzt irgendwo sein. Also kurz zur Erklärung, was wir hier haben. Wir haben geräucherten Speck, der unsere magische Angriffskraft erhöht. Wir haben 335 magische Angriffskraft. Der geräucherte Speck erhöht unsere magische Angriffskraft um 240 Punkte. Also wir verdoppeln den Wert fast. Das ist eine ganz schön krasse Menge. Ja, und mit den süßen frittierten Donuts wehren wir 100 Punkte Schaden ab. Den fressen wir mal zuerst. Fressen wir das hier. Und dann hauen wir mal drauf. Huch, ich glaube, wir werden die Donuts bei den Libellen nicht brauchen, weil wir die eh alle one-hitten. Dank dem geräucherten Speck.
Naja. Wir warnen uns die Donuts für schwere Kämpfe mal auf. Zum Beispiel kleinere Bosskämpfe oder so. Oder da fällt mir was ein. Das könnten wir mal in einer der nächsten Folgen machen, wenn ich dran denke. Wir könnten ja nochmal mit dem einen Weltboss in. Weltboss, ja, ich nenne es mal einfach Weltboss in Loga aufnehmen mit dieser Spinne. Die könnten wir natürlich nochmal versuchen mit den Donuts und jetzt mit unserer Hauptklasse. Mit der Hauptklasse machen wir ja deutlich mehr Schaden. Und bei der Spinne ist es sehr, sehr wichtig, dass man sehr, sehr viel Schaden in sehr kurzer Zeit macht, weil die sonst anfängt, sich ihre kleinen Spinnlinge zu beschwören. Ich weiß, dass man die Spinnlinge mit Angriffen abwehren kann, also die Eier der Spinnlinge kann man vorher töten, bevor sie schlüpfen. Allerdings wird das dann zu einer extrem stressigen Sache. Vor allem, weil man halt die ganze Zeit auch seine Lebenspunkte im Auge behalten muss. Glaube, ein einziger Angriff reicht bei jeder Libelle, ne? Zack, ja. Mein Gott, macht da so ein bisschen magische Angriffskraft noch viel aus in diesem Level. Später bringt ein einzelner Stat auf einer Rüstung irgendwie über 200 magischen Angriff. Da lacht man dann über die 200 magischen Angriffe, wenn es die vom Buffwood geben würde. Oder hier bei unserem Rakappe, dort sind auch schon in Form von Intelligenz, sind dort fast 200 magische oder über 200 magische Angriff drauf. Von daher, jetzt, was jetzt noch eine Menge, uns noch eine Menge erscheint, wird später quasi gar nichts mehr sein. So, brauchen hier noch für die Bitte des Rates noch ein paar Händler der Blutrotenkarawane. Ach komm, die machen wir auch noch eben mit in dieser Folge. Irgendwie habe ich jetzt gerade da ein bisschen Lust drauf. Die hier um zu metzeln. Mein Gott, hauen wir da Gongs rein mit unseren Dots. Huch, Yui. Ah ja. Eine Elite-Mob habe ich mal eben hier mitgepult. Boah. Und keinen schwachen Elite-Mob. Das habe ich. Unterschätze ich die ganze Zeit immer wieder. Lalalalala, du bist gleich tot, du bist gleich tot, Juri. Yeah. Oha, der macht 100% kritische Treffer. Aber immerhin, er ist tot. Du bist tot. Ich nehme mal auch ruhig die Geschenke mit. Dann kann ich euch vielleicht mal einen ganz kurzen Leicht mal zeigen zwischendurch. Wie das Weihnachtsevent hier so abläuft. Vielleicht komme ich da in einer der nächsten Folgen noch zu. Zumindest einen Blick ins Weihnachtsevent zu werfen. So, zack, du bist tot. Dich nehme ich wieder kaltend mit. Dum, dum. Du wirst auch angegriffen. Ah, so ist das schön. So macht das auch Spaß, sich so durch die Gegner durchzuwetzeln. In großen Mengen. Lalalalalalala. So, ich werde mal jetzt Folgendes kurz machen. Ich werde mal ein paar Heilerborsten wegschmeißen und zumindest den Juri hier leer looten, damit, wenn jemand ihn für die Quest braucht, auch der auch respawnen kann und nicht hier eine halbe Ewigkeit rumliegt. Ist einfach nur der Rücksichtnahme auf die anderen Mitspieler hier, die vielleicht den noch brauchen können. Sollte man auch machen eigentlich. Immer schön Rücksicht nehmen auf die anderen Spieler, die vielleicht auch noch die Quest haben können. Boah, die erste Quest haben können. So, nehmen wir mal diese Dinger mit. Aber dass auch hier noch jeder Mob was verlieren muss, das ist schlimm, schlimm, schlimm. Zack. Kipp um. Ah, Legenden von Taboria, die will ich eigentlich nicht da liegen lassen. Nehmen wir das Schweineöl, schmeißen wir ja weg. Die Legenden von Taboria werden wir nämlich alle noch brauchen für eine ganz gewisse Quest. Die wird auch lustig werden. Da bin ich aber eigentlich richtig traurig, dass sie da nicht noch mehr draus gemacht haben und öfter mal solche Seitensammelquests gemacht haben. Also, wo man so quasi Wissen sammeln muss über. Was weiß ich, Taboria oder so in Form von Seiten. Zum Beispiel hätte man ja später, wird man noch viel mit Drachen zu tun haben.
Hätte man ja die Drachenchroniken machen können oder sowas. Die verlorene Drachenchroniken. Besonders cool wäre es dann gewesen, wenn man, oder würde es dann sein, wenn man diese Bücher auch noch zum Beispiel fürs Haus bekommen würde oder so, dann kann man die sich ins Haus stellen und jederzeit wieder nochmal lesen. Und wer jetzt ganz genau zuhört, weiß, dass es das in einem anderen Rollenspiel, welches ich Let's Playe, auch immer wieder gibt. Also dort, das sind so Sachen, da kann man sich auch mal ruhig an anderen Rollenspielen orientieren. Das ist eigentlich etwas, was mir in Rules of Magic noch ein bisschen fehlt, dass man da zum Beispiel einfach sich ins Haus ein paar Bücher stellen kann und in diesen Büchern dann auch wirklich stöbern kann. Das sind ja nicht so diese Feinheiten, die eigentlich ein Rollenspiel zu einem schönen Rollenspiel machen. So, wir brauchen immer noch einen Händler der Blutroten-Karawane und ich hole hier die ganze Zeit nur ein paar Schläger der Blutroten-Karawane um und wundere mich, dass mich keine Händler umgehauen haben. Und dass ich da so lange brauche. Man sollte mal genauer auf die Mob-Namen achten, ne? Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Händler zusammen und ich glaube, wir haben auch die Folge jetzt schon längst überzogen. Ja, wir haben sie ein ganz kleines bisschen überzogen, aber naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Dafür war die letzte Folge ein bisschen kürzer. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.